Am Wochenende startete in Bautzen wieder der Wenzelsmarkt, Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt. Namensgeber König Wenzel hatte 1348 erstmalig allen Fleischern das Recht erteilt, vom Michaelistag bis Weihnachten ihre Waren öffentlich zu verkaufen. Auch dieses Jahr gibt es neben regionalen Wurst- und Fleischwaren wieder viel buntes Markttreiben und weihnachtliche Dekoration. Der Chor Budisin präsentierte am Sonnabend sein weihnachtliches Programm und auch Weihnachtsgeiger Udo war am Wochenende vor Ort und verbreitete besinnliche Stimmung. Bis zum 22. Dezember gibt es ein buntes Programm. Mehr Infos gibt's im Netz auf wenzelsmarkt-bautzen.de.